Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal mit den schönsten Menschen vom Planeten Erde. Freunde, ich freue mich sehr drauf, denn wir haben heute wieder eine unfassbar starke Release-Woche erstmal. Wir haben uns eben schon das Solo-Comeback von Peter Fox angesehen. Falls ihr das verpasst habt, bitte schaut euch meine Reaction dazu an oder gebt euch den Track auf jeden Fall. Unfassbar stark gewesen und hat mich einfach sehr glücklich gemacht, mit sehr viel Glück erfüllt. Und deswegen bin ich jetzt in einem sehr guten Mut. Wir werden uns heute Nacht auf jeden Fall noch einige Tracks geben. Also bleibt noch wach. Direkt gleich kommt Tilo von Mixu mit Mixu McDowell zusammen mit Verliebt. Freue ich mich sehr drauf. Und einiges anderes ist auch noch, was in den Startlöchern steht. Sido und Jamule werden wir uns auch direkt geben. Bedeutet, bleibt noch wach. Es kommen noch einige Reactions online. Aber jetzt haben wir erstmal Idra wieder am Start. Wir haben ja, ich glaube, vor zwei Wochen das allererste Mal reingehört bei ihm, das neue Signing vom 23 Hours Label. Ist jetzt am Start mit Pink Gin. Danke auch nochmal an das Label und an alle Beteiligten, an T-Zone, an Eugen, dass ich jetzt hier wieder vorher reinhören darf und dass wir jetzt hier quasi sehr frisch sind. Bedeutet auch, bitte geht auf jeden Fall erster Link in der Beschreibung und im angepinnten Kommentar zum Originalmusikvideo. Lasst nochmal kurz Liebe da. Checkt das ab, lasst einen Kommentar und ein Like da. Ansonsten freue ich mich sehr auf Idra mit Pink Gin. Let's go. Das Ganze ist produziert von Junior und Icarus. Oder Junior und Icarus. Sie schreibt, sie braucht mich und dann, dass es aus ist. Blaulicht und Rauschgift, doch oh girl, ich brauch mich gerade auf. Yeah, yeah. Hm. Jeden Tag, yeah, yeah. Jede Nacht, yeah. Angenehmer Flow. Aus, yeah, yeah. Sie schreibt, sie braucht mich und dann, dass es aus ist. Blaulicht und Rauschgift, doch oh girl, ich brauch mich gerade auf. Yeah, yeah. Krass, das ist wirklich ein ganz anderer Vibe als jetzt der letzte Track, den wir hatten. Also wirklich ein ganz anderer Vibe. Finde ich aber cool. Viel gechillter. Ich mag die Musikalität, aber das habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt, die Musikalität, die er reinbringt, die passt sehr. Ich brauch mich jeden Tag, jede Nacht. Sie warten, dass ich pack. Weißt du, ich komm vom Malch, ja. Doch ich kill es ja, mein Baby, so sieht's aus. Mein Ticket geht hier raus. Doch Baby, ich brauch Assistenz für die Fans, für die Gang. Ja, schuld mein Vater im Pass, ja. Es geht nicht mehr, ich text das. Tränen fließen, es brennt grad. Da, wo dein Herz war, der Baby. Ey, wir haben wirklich sehr viele Flow-Changes. Das habe ich beim ersten Track auch schon gemerkt. Der Boy ist so sehr flexibel, das, was ich meinte, so locker, leicht, joggt er über den Beat rüber, er fühlt sich sehr wohl und macht das, worauf er Bock hat, das hört man raus, flowtechnisch sehr stark, finde ich. Das Tränen fließen, es brennt grad, da, wo dein Herz war, der Baby. Super viele Changes. Ja, Baby, ich kenn das. Sie schreibt, sie braucht mich. Okay, also ich bin von so ganz höhen Tönen immer nicht so der Freund. Das ist aus, ist Blaulicht und Rauschgift, doch oh girl, ich brauch mich grad auf, yeah, yeah. Jeden Tag, yeah, yeah, yeah. Jede Nacht, yeah, yeah. Das fühle ich. Aus, yeah, yeah. Sie schreibt, sie braucht mich und dann, dass es aus ist. Blaulicht und Rauschgift, doch oh girl, ich brauch mich grad auf, yeah, yeah. Jeden Tag, yeah, yeah. Jede Nacht. Die Hook mag ich sehr gerne. Die Hook ist super catchy, super vibey. Das ist ein Ohrwurm. Blaulicht und Rauschgift, doch oh girl, ich brauch mich grad auf, yeah, yeah. Jeden Tag, yeah, yeah. Jede Nacht, yeah, yeah. So sieht's aus, yeah, yeah. Ich finde, die Visuals sind sehr angenehm. Die Visuals sind super angenehm. Auch die eine Szene, wo er eben unter diesem pink beleuchteten Regen stand. Oder auch diese Autofahr-Visuals, die sind sehr clean. Alles sehr, sehr clean, sehr ansprechend. So sieht's aus, yeah, yeah. Aber wirklich ein ganz anderer Vibe. Finde ich aber umso cooler, dass es ein anderer Vibe ist als beim letzten Mal. Wobei ich den beim letzten Mal mehr gefühlt habe, muss ich sagen. Finde ich super, super nice, dass jetzt beim zweiten Track quasi keine Kopie kommt vom ersten. Oh shit. Oh shit, okay, wir haben ein nices Outro noch drin. Wir haben ein sehr nices Outro noch drin hier. Oh shit, ey. Ich dachte, das ist das Outro, aber wir haben gefühlt nochmal einen ganz neuen Song bekommen. Den Vibe finde ich viel nicer sogar noch. Den Vibe finde ich sogar noch viel nicer. Diesen Beat, der Beat erinnert mich sehr an den XXL Remix von Mixu McDowell. Der Remix, wichtig, der Remix von XXL.
das gibt mir denselben Vibe so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, was für eine Vibes das sind, man, dafür bin ich viel zu jung. 70s, 80s Vibes, was war so leichte Disco-Vibes auf jeden Fall. Und dieses Träumerische so ein bisschen. Nice, Mann. Den Vibe vom Beat her hätte ich gerne auf dem ganzen Track auch gehabt, to be honest. Das ist geil. Noch chilliger, laid back. Geil. Boah. Der Vibe passt unfassbar gut. Geile Moves, Mann. Geile Dance-Moves. Das ist einfach, Jungs, guckt ihn euch an. Das ist einfach so ein Charakter, wisst ihr, Idra ist so ein Charakter einfach. Das ist nicht irgendjemand, er hat so sehr viele eigene Kanten. Alright. Krass, Mann. Ganz anders, als ich gedacht habe. Was ganz anderes habe ich erwartet, muss ich sagen. Aber wie gesagt, umso cooler ist es, dass wir jetzt sowas bekommen haben, was ich eben nicht erwartet habe, ja. Geil, ey. Ich find's richtig cool, dass wir jetzt schon einen anderen Vibe haben. Ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Song und hoffe, dass da vielleicht auch nochmal ein bisschen anderer Vibe ist, ja. Also, ich fand den ersten Track ein bisschen von meinem persönlichen Geschmack her stärker. Der hat meinen persönlichen Vibe her mehr getroffen. Wobei ich am Ende sagen muss, die letzten 30, 40 Sekunden, den Song gerne in den ganzen Vibe. Das hätte ich noch mehr gefühlt, muss ich sagen. Also, das war so ein bisschen allgemein ruhiger und gechillter auf jeden Fall, aber am Ende so diese Vibes, die waren richtig, richtig nice, haben richtig gut gepasst zu ihm, haben gut zu den Visuals gepasst, zu diesen Neon-Visuals und da hat man einfach Bock bekommen, so, das war so dieser entspannte, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll. Am ehesten war es für mich jetzt am Ende dieser Vibe, die Party ist quasi vorbei oder du bist im Club, es wird langsam leerer, die Musik wird schon ein bisschen ruhiger, aber alle deine Freunde sind noch da, ihr habt alle eine gute Zeit, und grooved und vibed einfach so ein bisschen, aber nicht so dieses Hardcore, wisst ihr? So, Party is over, aber wir gehen noch nicht nach Hause, wir wollen noch ein bisschen viben. Diesen Vibe hat's ausgesprüht. Und man hat hier ganz stark seine Musikalität gemerkt, was ich nice finde. Das habe ich ja beim ersten Mal schon gecheckt, dass er eben, ja, sehr viel Feingefühl für manche Sachen irgendwie hat, die andere Leute vielleicht nicht haben. Und auch wenn mir zum Beispiel diese hohen Stimmlagen da drin gar nicht so gefallen haben, weil ich da kein Fan von bin, finde ich es nice, dass er eben diese Musikalität zulässt und sich so ein bisschen ausprobiert. Was man aber sagen muss, die Flow-Switches waren richtig nice, Mann. Also der Junge ist ein kleines Flow-Monster, glaube ich. Ich freue mich auf alles, was noch kommt. Und gibt mir auch so ein bisschen Vibes von, als ich das allererste Mal was von Jamule gehört habe. Wann war denn das? Das war so 2018, glaube ich. 2017, 2018 NBA von Jamule das erste Mal gehört. Und da habe ich auch so ähnliche Vibes gehabt, so von wegen, damn, okay. Das ist vielleicht so Next Big Thing mäßig. Und bei Jamule hat es sich bewahrheitet. Hoffen wir, dass es hier auch so ist. Ich bin super gespannt. Schreibt mir auf jeden Fall euer Feedback in die Kommentare, Freunde. Ansonsten habt einen wunderbaren Tag. Checkt, wie gesagt, gleich die nächsten Ratchets ab, die noch rauskommen. Und das originale Musikvideo natürlich. Habt einen wunderbaren Tag. Bleibt so fresh und gut aussehen wie immer. Und ja, ciao.